Dies war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde und EVE Online Freunde, zu Folge 99, nicht 98, von Let's Play EVE Online. Wie wieder erwarten, haben wir die letzte Folge 1 zu viel gezählt und haben jetzt erst Folge 99 und wir haben es verkackt. Wir können die nächste Mission anfangen und ich docke das Division auch schon mal ab. Die nächste Mission findet hier im System statt. Wir waren übrigens, wie ihr gerade gesehen habt, kurz mal im Kleiderschrank. Die Dame wollte sich unbedingt die Haare färben und hat jetzt wie ihre Schwester, ihre virtuelle Schwester, die Janine Doherty, was auch immer, so eine zweifarbige Dings, und da umziehen wollte sie sich unbedingt auch. Sie hat sich nicht überreden lassen, die alten Klamotten anzulassen. In der Aufnahmepause hat sie geschrien, ich will aber, und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, dann mach schnell, bevor der Dennis zurück ist. Und, ja, Dennis, bist du schon vorgeworbt? Der Dennis ist vorgeworbt. Er ist beleidigt, dass er Julia nicht beim Umziehen zugucken durfte, und ihr könnt mich anwarpen. Okay, sehr gut. Dann mache ich jetzt einen Gruppenwarp. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, erkläre ich es jetzt noch einmal. Und zwar, da wir jetzt wirklich tatsächlich in Folge 99 uns befinden, kommt als nächstes natürlich Folge 100. Und in Folge 100 möchte ich natürlich etwas Besonderes machen. Und dieses Besondere wird erstmal nicht verraten. Aber wenn ihr diese Folge seht, könnte es sein, dass ich aus organisatorischen Gründen etwas brauche, bis Folge 100 alles so zusammen ist, wie ich mir das vorstelle. Und bis sie auch dann aufgenommen ist und so weiter. Und also reiß mir nicht gleich den Kopf ab, wenn... Oh, hier ist ja auch ein bisschen was los. Wenn es mal eins oder zwei Tage hiernach keine Folge geben sollte. Also ihr seid informiert. Ich bin daran, an der Arbeit, Folge 100 zu machen. Übrigens, Folge 100 könnte über eine Stunde dauern. Das heißt, schreibt mir bitte in die Kommentare, wollt ihr, wenn Folge 100 länger dauern sollte als, sagen wir mal, eine Stunde oder zwei, wollt ihr das als eine große Folge, einen Schnitt haben, ununterbrochen? Oder möchtet ihr lieber Folge... Oh, auf mich wird gerade geschossen. Ich sollte mich ein wenig bewegen. Oder wollt ihr Folge 100 lieber als Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 und so weiter. Also in so 15 Minuten Schnitte, schreibt es mir in die Kommentare. Das wäre super von euch. Okay, meine Resistenzen sind an und ich fange mich jetzt auch an zu bewegen. Und ich hoffe, dass der Damage jetzt hier gleich ein bisschen runtergeht. Sonst wird das gleich ein bisschen ungesund für mich. Aber es geht schon zurück. Zumal auch die Gegner gerade platzen. Dank unseres One-Shot-Kollegen hier. Ja, der One-Shot-Kollege trifft aber gar nichts. Die sind alle zu nah dran. Ja, bei mir genau das gleiche. Ich habe ja für die Mission jetzt extra die Well-Guns draufgepackt, damit ich weiter als 20 Kilometer schießen kann. Okay. Und das bedeutet auch, dass alles, was näher als 20 ist, von mir nicht getroffen wird. Ups. Tschüss. Aber oh, dafür gibt's ja die Drohnen. So, Drohnen sind drin. Weiter geht's. So, jetzt muss ich hier kurz den AB mal ausmachen, dass ich mich hier schneller umdrehe. Während ich mein Shield wieder hochbooste. Warum warpt Viani noch vor mir? Das gibt's doch nicht. Weil Viani in der Protix sitzt. Deshalb. Was ist das denn jetzt? Ja, Protix ist kleiner als du. Nein, aber hier. Die stehen sieht ja richtig merkwürdig aus. Die stehen ja richtig dicht dran. Ja. Ekelhaft dicht. Ich verpiss mich nach unten, ey. Leck mich auch mal. Nee, ey. Die sind ekelhaft, ja. Was heißt ekelhaft? Alles unter 10 Kilometer. Oh. Einmal den MWD anschmeißen und weg hier. Ich glaube, ich orbite das Beacon mal. Das könnte gesünder für mich werden, falls ich irgendwelche Akkus kriege. Und ich nehme mir jetzt erstmal die blöden Sentries vor. Ja. Selbst die Sentries treffe ich noch nicht. Okay. Nee, ich auch nicht.
Boom. Aber Julia trifft sie. Naja. Auch wenn meine Rate of Fire hier eher einschlafend ist bei Missiles, aber gut. Boom. Ja, jetzt treffe ich mal was. Oh, der Slaver hier, mal gucken, wie viel der Dings hat. 131.000 ISK. Not bad. Das war's. Bitte. Im Ernst? Ja. So schnell? Und die gibt 2 Millionen. Nett. What the fuck? Wie krass ist das denn bitte? Wie krass ist das denn? Sobald die Drohnen dann da sind, hab ich raus und hol die nächste. Ja, ganze 6 Minuten, ja, inklusive meinem Gebabbel vorher mit Einleitung und Gedöns, ja. Also, wenn das mal nicht awesome ist, dann, ja. Ich hätte echt mehr erwartet von der Mission. Ich auch. Wenn du in der nächsten Mission bist, dann sag einfach Bescheid. In der Zeit könnte gute Pommesli hier nämlich noch ein bisschen looten und salvagen. Und, ich hier ein bisschen dieses schöne Beacon einfach, so schick mit der schönen Sonne im Hintergrund hier orbiten. Wenn du weißt, wo die Mission ist, sag Bescheid. Jo. Docke jetzt an. Jo. Ich frage mich, ob ich jetzt mit dem Kauf eines Minmata Battlecruisers noch warten sollte für die Woche, bis ich dann oder mir dann direkt das Minmata Battleship kaufen sollte. Ich kann mal gucken, was für ein Battleship könnte ich mir denn kaufen. Von den Minmata. Schauen wir doch mal rein. So, Battleships. Nein, nicht Faction, nicht Navy, Standard. Leider. Ruvas. Minmata in Ruvas. Okay, Pommesley ist gleich durch, dann warp ich ihn gerade mit. Die Maelstrom, die Tempest und die Typhoon. 100 Millionen, 143 Millionen und 220 Millionen? Hä? What the fuck? Wie viel haben wir denn jetzt gekriegt, jeder für die Mission? Wieder knapp 180.000. Boah, wie schlecht. Okay, die Maelstrom ist ein Shield-Tanker. Die Tempest ist das DPS-Boot und ist ein sechs Lows und 5 Mids, naja, und 8 High, die Tempest. Uiuiui. Not bad. Und was hat die Typhoon? 5% Bonus zu Large Projectile Turret Rate of Fire und 5% Bonus zu Torpedo und Cruise Missile Launcher Rate of Fire. Tempest oder Maelstrom? Die Maelstrom ist eher der Tanker und die Tempest ist eher das DPS-Boot. Und die Tempest kostet auch hier nur 143 Millionen. Und die hat immerhin 5 Med und 6 Low Slots. Minmata Cruiser Level 4, okay, das und Minmata Battleship 2, das habe ich ja bis dahin geskillt. So, Pommesley ist fertig. Ich bin auf Warp in die Mission. Warp Squad. Na, zieh deine Drohne ein, Kollege. What the fuck? Ich stehe schon in Rufus. Viani ist auch schon da. Warp Drive active. So, dann geht's auf. Auch wir kommen jetzt. Oh, wie ich sehe, ist Rory schon vorgeworbt. Rory ist jetzt da, ihr könnt reinwarpen. Wunderbar, ich bin auch... Und hier ist nicht viel. Wie nicht viel? Nicht viel. Was heißt nicht viel? 2 Minuten. So eine 2 Minuten Bum-Bum-Mission, oder wie? Ei.
What the fuck? Wir sind heute echt unterversorgt von spektakulären Missionen. Ja. Ich hätte gerne eine Blockade oder so. Ja, das kann ich leider nicht beeinflussen. Aber ich habe gerade wieder Wackelkotten. Schüttelt mich hier schon wieder durch. Wie weit seid ihr in der Mission schon? Jungs? Sagen wir mal so, du könntest eigentlich schon wieder zurückwarpen. Ja, ich bin noch nicht durchgesprungen. Ah gut, die nächste Mission ist wahrscheinlich sowieso wieder in Rovas, also insofern... Bleibst du mal hier stehen. Bleib ich hier mal am Gate stehen, ja. Und orbite mal so ein bisschen vor mich hin, ist ja gerade so spannend. Mal gucken, schauen wir uns den Planet hier mal, gucken, ob wir den im Planet Mode angucken können. Nein, können wir nicht. Wieso das denn? Oh. Fertig. Ja, tut mir leid. Tja, dann warp ich mal an den Planeten ran. Mal gucken, was es hier so schönes zu entdecken gibt. Wir warpen raus und jetzt kommt einer in irgendeiner reingewarpt. Da siehst du? Da kommt die an. Ja, schicke Planetentextur, nur leider scheint das kein Dust. Mark information, you won't appear the world location nearest docked in Sovereignty. Okay. Aber die... Es scheint kein Dust-Planet zu sein. Ich weiß auch nicht, leider weiß noch nicht, woran man sieht, ob es ein Dust-Planet ist oder nicht. Aber die Texturen hier finde ich schick. Das hier hat ein bisschen was von Europa. Allerdings würde Afrika dann ein bisschen seltsam aussehen. So diese Ecke hier. Das da könnte dann theoretisch, naja, für England und so ein bisschen... komisch. Aber hier in der Gegend haben wir ein bisschen Wolken, ne? Wolkenverhang und so. Das ist ziemlich uncool. Das Wetter da. Aber ansonsten haben die auf dem Planeten gerade echt wenig Wolken. Gutes Wetter. Hätte ich auch gerne mal hier. So mitten im Winter. Wie sieht's bei euch missionstechnisch aus? Ich hol gerade die neue. Okay. 12 Minuten aufregende Folge 99. Spannend, spektakulär, Wahnsinns-Action. Und schlafen. Ja, nebenbei Leute, zeige ich euch nochmal, wie ihr in den DexLP-Channel kommt, auch wenn ihr es bestimmt schon 20 Mal gesehen habt, denn hier im DexLP-Channel treffen sich eine Menge Leute, die mein LP regelmäßig gucken, in-game, mit denen ihr quatschen könnt und natürlich auch mit mir und mit uns könnt ihr quatschen hier, zum Beispiel den Dennis mit dem Rory und wo bin ich? Eine Mining Mission. Da bin ich, genau. Julia Doverty, Jayden Doverty, Janine Doverty. Dann haben wir hier den Boy, den ihr ja auch gerade hört. Ne, Boy? Ja, da, bin da. Ja, den Dennis, seine Stimme kennt ihr ja schon. Ja. Und ja, hier könnt ihr ein bisschen mit uns quatschen. Kommt einfach rein, DexLP. Ihr klickt hier links auf die Seite, auf diese zwei schönen Mannequin-Chat und dann Chat-Channels oder auch Chat-Kanäle. Dann geht hier dieses wunderschöne Fenster auf und er tippt dir ein DexLP. Genau, DexLP. DexLP. DexLP, ja. Und dann seid ihr mit uns hier drin, ja. Sogar international mittlerweile, ne? Ja, genau. Das ist wohl wahr. Und ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Wenn ihr immer up-to-date sein wollt, ich poste nicht so viel auf YouTube sowas wie, ich kann heute keine Folge hochladen oder irgendwelche Screenshots oder irgendwelche Infos poste ich zu 99,9% auf meiner Facebook-Seite DexLP, also facebook.com/DexLP. Ich weiß, Eigenwerbung stinkt, aber für die Leute, die es wirklich interessiert und auf dem aktuellen Stand bleiben wollen, könnt ihr immer wieder einfach mal draufschauen. Oder wenn ihr es automatisch in eurer Liste haben wollt, müsst ihr die Seite liken. Dann habt ihr quasi in eurem Feed, habt ihr immer, wenn ich was poste, habt ihr das drin. Zum Beispiel Screenshots und
diverse Infos zu kommenden Videos, kommenden Sachen, die ich vorhabe, irgendwelche, wenn ich denn mal neue Spiele anfange, irgendwas. Es ist ja zum Beispiel schon seit ewigen Zeiten X3 Terran Conflict geplant. Bin aber das Spiel noch am Zocken und bin noch nicht LP-bereit dafür, weil es einfach so ähnlich wie Eve ziemlich komplex ist und ich möchte einfach nicht dastehen wie ein Idiot. Und von daher ist das noch in Vorbereitung. Ein paar andere Sachen, die ich gerne noch zocken würde, wo ich aber noch nicht weiß, ob ich die anfange oder auch nicht, muss ich mich noch ein bisschen entscheiden. Wie sieht's bei dir aus, Rory? In Warp 90.000, 30.000. In welchem System bist du? Rubas. Steht im Kopf, im Flottenchannel. Ah, ja, ja, ich hab... doch nicht. Ich lies doch nicht. Ich muss auch die ganze Zeit hier vor mich herquatschen und blubbern und Werbung für mich machen und irgendwas von mir geben, ja. Sonst schlafen die armen Zuschauer ja ein, wenn sie nicht schon längst eingeschlafen sind. Hä? Nee. Wie gesagt, könnt dran warpen. Es ist Cargo Delivery. Da haben wir wenigstens noch was zu schießen, nachdem ich den Cargo geöffnet habe. Viani ja. Ist der Einzige, der besser mit dem System ist. Also. Ja, ich bin jetzt auch gleich auf dem Grid. Und Bomb ist auch, der kommt auch noch. Wir haben ja jetzt immerhin schon 16 Minuten auf der Uhr. Voller Spannung und Action, alles drei in einem Ei. Verdammt. Könnte ich einen Content hinkriegen für den Spruch? Ich glaube nicht. So. Den Rory warpen wir doch mal direkt an. Wackelkontakt. Ach, die Mission. Okay. Ja, immerhin etwas zum Schießen. Ja, flieg mal hin da. Ist der Pommes schon mit mir im System? Oder ist der vorgewarpt? Wer ist da? Pommesly. Pommesly ist noch nicht im System. Das ist schon eben an der Station. Ja, der war mit mir eben noch am Planeten in Umoka. Aber woran kannst du dir... Achso, du guckst im Local, oder wie? Ich guck im Local, ja. Da ist er doch jetzt drin. Ja. Yeah, hier ist ja mal ein bisschen Party wenigstens. Wahrscheinlich sind die ganzen Cruiser jetzt weg, bevor ich drauf geschossen habe. Ja, aber nicht durch mich, ich muss selber erstmal wegfliegen. Hier tanzen die Cruiser noch auf den Tischen, ey. Ja, bei Dennis gibt's echte Lichtshow hier. Fium, fium. Ja. Ey, wie so ein Festival, ey, Laser. Fium. So. Nun platz doch mal da hinten. Und du auch wieder. Puff. Na, treffe ich den? Ich wurde gejammt. Ja, das macht ja nichts. Dann kann ich, krieg ich auch mal was ab, ne? Ja, du platzt eh vor mir. Ja, yeah. Respawn. Auf wie geht's, yeah. What's up? So, jetzt klatsche ich mal die Resistenzen rein, ey. Ja, die sollte ich vielleicht mal auch anmachen. Hab ich ganz vergessen. Ups. Genau, kommt auf mich zu, ihr Cruiser, ey. Ja, die Lightshow findet gerade beim Boy statt. Ich find's cool. Nee. Ja. Cool ist es, besonders cool finde ich das in der Mission Worlds Collide. Wenn man die rechte Seite nimmt, das sind glaube ich Sunshars, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Da sind, wenn du vorher alle Schiffe triggerst und alle Spawns und so weiter, da geht das richtig ab. Da siehst du vor lauter Lasern kaum noch was gefühlt. Ja, guck mal, jetzt haben wir gerade mal Rot und Blau, gerade eben war nur Blau. Ah. Ich stell mich mal hin und mach mal nix, weil die sind mir eh zu dicht dran. Ja, ich bin zum Glück ein bisschen weiter rausgeflogen. Ja. Ja, ich für meinen Teil hier, schieß jetzt kräftig drauf. Das war's. Ja, immerhin können wir ein bisschen looten und salvagen, wenn wir wollen. Oder der Top Pommes ist ja im Hinterher looten und salvagen. Hast du schon dein Dings aus dem Warehouse genommen? Ja, ne? Ja, doch. Ja, klar. Ich bin natürlich jetzt auf dem Rückweg. Ja. Ich stelle mich mal wieder nur ans Gate ran.
10 Minuten haben wir noch, da kann man noch eine Mission zwischenschieben, denke ich. Ja. Was heißt 10 Minuten? Eigentlich sollte eine Folge um die 15 sein. Die haben wir schon lange überschritten. Ja, also 15 bis 20 Minuten ist das Ziel einer Folge. Ja, wir sind jetzt bei 20. Ja, hauen wir noch eine Mission rein. Hauen wir einfach noch eine rein. Bin jetzt auf dem Jump, flieg zur Station. Ja, ich flieg schon mal an das Gate Richtung Omoka. Schauen wir mal. Vielleicht kommt mir ja auch irgendein Gelbfläschi-Kollege entgegen. Nur leider habe ich keinen Warp-Scrambler oder Webber bei mir. Also im Local ist keiner. Wer weiß? Kannst du mal einen spielen heute? Ein Gelbfläschi? Ja. Nein. Den fragen wir Viani. Ob er heute den Gelbfläschi machen will? Ja. Ich habe gestern einen auf Gelbfläschi gemacht. Ja. Wann bist du mal nicht Gelbfläschi? Boah. Oder Rotfläschi? Na, rot kaum, aber gelb, ich habe das Ninja-Looten für mich entdeckt. Ah. Böser Kerl. Ja. Böse. Nee, weil es war irgendwie ein Geldkampf zwischen zwei Alliance, die sich bekriegt haben in unserem System, und am Stargate waren lauter gelbe Wracks, aber keine Gegner. Niemand da, der die Wracks irgendwie für sich beansprucht hätte. Also, alles klar. An die Wracks ran, Alliance zur Station, alles gelootet und weggeworbt. Und okay. Hab Zeug drin im Wert von über 50 Millionen. Lohnt sich. Ab geht's. So, The Boy ist bei mir. Ja. Und auch The Viani. Viani Neo. Mission wieder in Rovers, aber nichts Großes. Ja, das passt doch irgendwie in die Folge rein, ne? Die ist so actionlastig bisher gewesen, da macht das nichts, wenn mal eine Folge nicht so actionlastig ist, ne? Lass das Feuerzeug aus. Da macht irgendeiner Kippchen an. Ja. Ja, meine guten Vorsätze für das neue Jahr konnte ich noch nicht umsetzen. Konntest und wirst du nicht mehr umsetzen. Schauen wir mal. Wir haben ja erst Februar. Wir haben bald März, mein Freund. Ich folge nächste Woche nicht mehr. Verdammt. Mal gucken, ob wir den Planet hier im Planet Mode angucken können. Add Planet to Overview. Nein, View in Planet Mode. Yeah, it works. Yes. Ja, meine lieben Freunde, das ist der Planet Mode. Und zu diesem schönen Planet Mode und Planetary Interaction werde ich euch demnächst noch ein schickes Tutorial machen. Dann könnt ihr mal sehen, wie Planetary Interaction so funktioniert, weil ich das gerade sowieso selbst in-game mit einem anderen Charakter mache. Wahrscheinlich anhand eines Gasplaneten werde ich euch mal so zeigen, wie das funktioniert. Zum Beispiel ist das gut rentabel für Postfuel. Wenn man seine eigene Post betreiben möchte, kann man damit oft ganz gut seine Post, anstatt das Fuel komplett zu kaufen, kann man sich das selbst bauen, unter anderem. Braucht man nicht viel für. Was man dafür braucht, könnt ihr gerne nachgoogeln. Und die Voraussetzung vor allen Dingen dafür ist nicht nur Ice Mining, sondern vor allen Dingen Planetary Interaction. Und wie das funktioniert, grundsätzlich, wie Planetary Interaction funktioniert, werde ich euch demnächst zeigen. Wie sieht's bei dir aus, Rory? Ihr könnt mich jetzt anwarten. Das ist schwitzenmäßig. Dann muss ich mal weg. Mal an. Lalalala. Du bist trotzdem nicht Erster. Nee, vor den anderen schon. Ja, vor den anderen, aber generell bin ich zuerst da. Tja. Aber ich folge zugleich. Dies war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Ach, das war die Mission. Ich sag dir, die lohnt sich nicht. Jetzt kommt's. Boy,
wir lassen den mal reinkommen, damit er dieses Spektakel sehen darf. Okay. Ja, wenn sich mein Schiff mal dreht. Ich schieß noch nicht. Die Mission kündigt sich ja hier schon gigantisch mit einem Gate an. Ja? Also da kann ja nur was absolut Spektakuläres kommen. Ja, allein, dass der Promisely mich noch überholt. Der ist ja auch in der Harbinger unterwegs. Oder? Wow, die Mission. Wahnsinn. Unglaublich. Nee. Wahnsinn. Ich glaube, bevor ich die gelockt habe, hast du die wahrscheinlich alle abgeschossen. Wow. Ja, ich hatte schon mal alle vorgelockt gehabt. Die letzte Stage in, ich glaube, der größte ist Extravaganza, wenn ich mich nicht täusche, sieht ähnlich aus. Nur sind ein paar mehr Schiffe. Der größte ist Extravaganza in der letzten Stage. Soll ich aufschalten oder soll ich wieder zurückfliegen? Du kannst eigentlich schon wieder zurückfliegen. Ja, du brauchst nicht aufschalten. Bis du gelockt hast, sind die Dinger down. Ich hab gelockt und den. Okay. Ein Rack mit Loot, das ist doch der absolute Hammer. Und zwei Cargos. Und zwei Cargos, ja. Wahnsinn. Unglaublich. Unglaublich. Meine lieben Freunde. Was für eine Mission. Wieso eigentlich gibt es so Level 3 Missionen? Weil ich meine, selbst für Level 2 ist das eigentlich schwach. Ja. Ja, irgendwie schon. Ja. I don't get it, ne? Mhm. Naja. Ich mach mich mal zurück Richtung Umoka. Umoka 7 Mond 5. Ja. Flop. Und dann geht's in den Warp. Was haben wir denn jetzt auf der Uhr? Ganze 26 Minuten. Ich wette, die meisten haben schon mal weitergeklickt, um zu gucken, wie viel Action es in dieser Folge gibt. Nach dem Motto Anfang gucken, Mitte gucken, Ende gucken. Schauen wir mal, wie das Ganze so wird. Folge 99 war ja sehr Oberhammer. Und ich hoffe, euch hat auch diese Folge von Let's Play EVE Online gefallen. Demnächst, ihr habt es ja an meinen Skills gesehen, ich bin ja schon nahe an den Battleships dran, will ich euch die Level 4 Missionen zeigen. Dazwischen liegt ja noch Folge 100, für die ich noch ein paar Tage brauche, bis ich das alles so organisiert habe und so weiter. Danach möchte ich euch noch Level 4 Missionen zeigen. Dann sind wir soweit mit dem Missionen zeigen, vorzeigen durch. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was ihr mal gerne im Let's Play sehen würdet. Und denkt dabei, wenn ihr das sagt oder dafür votet. Ich mache dann über dieses Thema dann nicht nur eine Folge, sondern 2, 3, 4, 5. Incursions kann ich mit diesem Charakter nur noch nicht fliegen. Das heißt, die fallen zum Beispiel flach. Was würdet ihr gerne noch sehen? Wie ich durch die Gegend fliege und scanne zum Beispiel, was... ja, ich mit dem Charakter noch ein bisschen skillen müsste, aber es würde theoretisch gehen. Und so ein paar Sites ausscannen. Oder wollt ihr vielleicht mal eine Mining-Folge sehen? Ich kann ja mit den Jungs hier einfach stundenlang minern und das Ganze zusammenfassen und dann einfach nachkommentieren zum Beispiel, was ich da gerade tue und warum ich es tue und warum wir das so tun und wie das mit den ganzen Skills im Mining aussieht und so weiter. Wir können ja beispielsweise 5 Stunden minern. Ich kann das 5-mal so schnell abspielen oder 3-mal so schnell, wie auch immer. Und kann euch dann einfach erklären, was tun wir da, warum tun wir es da und wie viel Geld verdient man damit und was kann man damit alles überhaupt tun. Vielleicht interessiert euch das ja. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, was ihr so sehen wollt. Und denkt an die Daumen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und ciao.